Hi, ich bin Radek Vegas von XBET-Tipps und heute geht es um die XBET-Tipps-Wettmeisterschaft. Diese ist Anfang September gestartet, ist ein offener Wettbewerb. Du kannst jederzeit teilnehmen oder einen Tippster markieren, der teilnehmen soll, wenn er sich für gut hält oder wenn er es einfach seriös angehen will. Denn dabei geht es darum, dass man sich von Betrügern, Abzockern, Blendern, Lügnern, Fakern und so weiter unterscheidet und eine langfristige Bilanz anfängt zu führen und sich dann in dieser Community als seriöser Tippster auf die gute Seite stellt und die, die keine öffentliche Bilanz führen, automatisch auf die schlechte Seite. Ich will jetzt keine Schwarz-Weiß-Malerei, gibt auch gute, die jetzt keine Bloggerbett-Tipps oder sonstige Tipps abgeben oder sonst irgendwas, aber in der Regel sind das Ausreden, denn meine Meinung ist, wer Geld mit Tipps verdienen will, der muss auch eine nachweisbare Bilanz führen und das bei einem Verifizierungsservice, denn ansonsten kaufen die Leute die Katze im Sack und bei so vielen unseriösen Leuten da draußen ist es einfach ein Zeichen, hier dabei zu sein und seine Tipps öffentlich zu tracken. Gut, die Regeln könnt ihr alle auf unserer Webseite xbet.tipps/Wettmeisterschaft nachlesen. Die wichtigste Regel ist einfach, dass man seine Wetten bei einem Verifizierungsdienst wie Bloggerbet, Picchio, BetAdvisor, Logibet oder Tipster oder was auch immer hinterlegt, damit da auch bei diesem Anbieter eine langfristige Bilanz entsteht und man seine Leistungen beweisen kann. Das ist nämlich gerade für die Leute, die immer mit ihren Excel-Tabellen hantieren, wenn überhaupt. Manche schreiben, boah, dieses Wochenende wieder 1 Million Einheiten gewonnen oder 300% plus und so weiter. Und im Endeffekt läuft es doch einfach nur darauf raus, dass man einfach mit kurzzeitigen Erfolgen die ahnungslosen Leute hinters Licht führt. Und deswegen wollen wir hier mit gutem Beispiel vorangehen und haben diese Challenge ins Leben gerufen, die Wettmeisterschaft. Und wenn du jetzt ein Tippster bist und sagst, ja gut, ich riskiere natürlich, dass ich mal einen schlechten Lauf habe und dann ja, laufen mir die Kunden davon oder kommen erst gar nicht. Andererseits, wenn du es wirklich drauf hast, dann ist es für dich einfach die beste Werbung, denn du bekommst von uns hier die Plattform. Wir führen mit dir ein Interview auf YouTube. Wir berichten regelmäßig über diese Challenge. Da tauchst du dann auf, wenn du teilnimmst. Du kannst auf unserer Facebook-Gruppe posten und du kommst natürlich hier in die Hall of Fame. Also das ist hier natürlich ein Ehrenmann, eine Ehrenmann-Angelegenheit und ihr bekommt natürlich das ultrageile XBET-Tipps Trust-Siegel. Und wir kommen auch schon jetzt dann zum aktuellen Ranking. Seit Anfang September wurden hier schon einige Picks getrackt und ich freue mich über jeden, der dabei ist. Das soll mit der Zeit einfach wachsen und wenn du das da draußen siehst und cool findest, unterstütze es, mach auch mit und melde dich hier an und schick uns einfach dann deinen Account und ich füge das hier hinzu. Du trackst deine Picks und hast keinen zusätzlichen Aufwand, denn bei den meisten Anbietern geht es schneller als mit Bloggerbet. Also mit Bloggerbet oder mit einem anderen Anbieter, also geht schneller wie mit einer Excel-Tabelle. Ja, also wir sehen hier zum Beispiel Dragon Song hat sich entschieden, hier teilzunehmen mit rasendem Erfolg in der ersten Woche mit 52% Yield. 7 Einheiten hat er Profit gemacht aus 14 Picks. Gratulation, cool, dass du dabei bist, weiter so. Dann ein alter Bekannter, German Insider Picks von Kevin, GIP auf Bloggerbet, er hat hier ergebnisbereinigt einen Profit von 1,66, gibt einen Yield von 6,9, was jetzt nach ein paar Tagen noch nicht so wirklich seinen Ansprüchen entsprechen dürfte, aber da geht noch mehr. Er hat auch mir kurz vor Beginn dieser Videoaufzeichnung einen Free Pick geschickt. Und zwar für das Bundesligaspiel Union Berlin gegen Werder Bremen würde er auf Werder Bremen Asian Handicap 0 oder beziehungsweise Draw No Bet setzen bei einer Quote von 1,8. Mehr über Kevin erfahren wir demnächst. Ich werde mit ihm auch ein Video-Interview machen und dann ihn vorstellen, sein Projekt vorstellen. Und das ist sehr, sehr spannend. Von daher freut euch schon mal darauf.
Mein Kumpel Underpicker hat wieder angefangen, seine unter 1,5 Tor-Picks zu posten. Bisher gab es 9 im September, davon ein Profit von 0,5. Und falls sich jetzt jemand wundert, das ist alles ergebnisbereinigt. Auf Bloggerbet sehen wir hier einen Profit von 2. Es zählen alle Picks im September und Stakes könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da war die Regel zwar 1 von 10 zu setzen, damit es für mich leichter ist, aber auch in dem Fall setzt er halt immer 4 von 10 Einheiten, warum auch immer. Dann muss man das halt noch berechnen, aber 2 geteilt durch 4, das ist eben 0,5 und deswegen ist es hier nicht plus 2 Profit, sondern plus 0,5. Also so ehrlich ist sonst wahrscheinlich keiner, dass er hier seinen besten Kumpel um 3,5 Einheiten Profit bescheißt. Gut, der Yield ist aber nach wie vor 5,5%, guter Wert. Dann haben wir ebenfalls einen Neuzugang mit Bookies Nightmare. Eine Einheit Profit bei 24 Picks. Den schauen wir uns auch nochmal genauer an. Alles, was ein Gewinn ist, ist auf jeden Fall voller Respekt. Und nach 24 Picks sieht es ja schon mal ganz gut aus. Vor allem hier bei den EM-Qualifikationsspielen und beim Tennis konnte er hier ein Plus verzeichnen. Und was gibt's noch? Ja, diese Statistiken findet man übrigens hier im Picks-Archiv hinter mir. Da muss man Picks-Archiv auswählen und kann dann hier auch einen Zeitraum auswählen oder eben welche Einheit oder den Monat weiter unten, wenn man jetzt eine längerfristige Bilanz hat, wie zum Beispiel unser German Insider. Hier kann man sehen, der ist natürlich schon sehr lange dabei und wir wollen dann nur die Picks für September und dann habe ich das hier auch noch so berechnet, sonst hätte er einen Profit von plus 10 gehabt. Allerdings kommt hier der Großteil seines Profits aus den 3 Einheiten Wetten, so dass ich das dann nochmal einsatzbereinigt habe, wie man das so schön nennt. Und daher der Profit von 1,66. Wer den Rechenweg dazu nochmal sehen will, hier die 0, minus 1, minus 3, plus 5, 66 ist 1,66. Jo, weiter geht's. Da komme ich mit meiner Under 2,5 Strategie, die bisher im September genau da weitermacht, fast wo sie im August aufgehört hat, nämlich mit einem Downswing mit keinem besonders schlimmen, denn mit minus 1,16 Einheiten ist das noch kein Beinbruch. Und ja, wenn das ein Downswing ist, dann bin ich heilfroh, denn es geht bald wieder rasant aufwärts. Aber gut, vielleicht ist die Strategie auch dabei, abzuebben. Alles schon erlebt. Ja, mach mir keine Illusionen. Kann auch passieren. Da muss man realistisch sein. Aber wir werden sehen, wie es kommt. Nächste Woche wissen wir ein wenig mehr. Und hier habe ich ein paar Picks für euch natürlich auch noch. Und GoToBlog. Meine Picks gibt es sowieso immer alle kostenlos. Und zwar haben wir die Mädels in Mexiko unter 2,5. Alles in Kolumbien, Bogota gegen Leones und in Schweden auch Frauenfußball unter 2,5. Würde ich jetzt persönlich sogar die Finger davon lassen, wenn es nicht ein Statistiktipp wäre. Aber gut, dafür lohnt sich die Quote, wenn er einläuft. Und dann nochmal Kolumbien. Ja, das ist alles schon gewesen. Ansonsten, ja, gibt es noch ein paar Leute, die sich angemeldet haben, noch keine Tipps abgegeben haben. Macht nichts, könnt ihr jederzeit nachholen. Und dann freuen wir uns, wenn es nächste Woche vielleicht noch den ein oder anderen weiteren Neuzugang gibt. Einfach auf xbet.tipps/Wettmeisterschaft und euch hier eintragen, nachdem ihr natürlich erstmal einen Account aufgemacht habt bei einem
Tipster-Service. Wie gesagt, ich bevorzuge immer Bloggerbett, weil es am einfachsten ist, weil ich mich damit am besten auskenne. Ist aber überhaupt kein Kriterium, damit man da mitmachen kann. An wen richtet sich's? An alle, die einen kostenpflichtigen Service haben und bisher noch keine nachweisbare Bilanz. An alle, die überlegen, einen kostenpflichtigen Service zu machen. Alle, die kostenlos unterwegs sind und sagen, hey, das ist eine coole Sache. Ich will auf jeden Fall auf die Seite der seriösen Tipster wechseln. Und alle Hobbyzocker auch. Ihr könnt eure Tipps einfach tracken und schauen, wie ihr denn im Vergleich mit den anderen abschneiden würdet. Also sehr spannende Sache und ich freue mich über jeden, der mitmacht. Dann auf eine erfolgreiche Woche. Bis dann, euer Radek.